Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir haben den Auftrag hier wieder erfüllt. Wir werden sofort zu Preston zurückkehren und ich weiß, es wird uns wahrscheinlich wieder eine neue Aufgabe geben. Aber wir werden schauen, ob wir eine andere Quest jetzt mal machen können. Unsere Questlog ist viel zu voll, die muss jetzt leer werden. Und ja, die Geschichten mit den Siedlern und so, die kann man immer noch nebenbei machen. Jo. So circa in etwa habe ich mir das gedacht. So. Lade, 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 lade. So, ja. Jo, schönes Wetter haben wir heute wieder. Wunderschön. Welch schöner grüner Himmel. Sonst wäre er immer blau gewesen, aber nein, jetzt sind wir bei grün. Großartig. Leute, wo seid ihr? Preston? Wo ist der Preston? Hm? Ja. Preston? Nix da. Er ist da unten, da drüben. Warte, ich schneide ihm den Weg ab. Mit einer Schere. Da vorne ist er. Also. Servus. Tja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Und? Bist du bereit für neue Arbeit? Die Minutemen kommen nie zur Ruhe. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Okay. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informier die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Jawohl. Und wo bitte soll das sein? Landhaus an der Küste. Aha. Okay. Jo, wenn's passt, dann, wenn wir dort vorbeikommen, dann machen wir so, oder? Dann nehmen wir das mit. Hausputz lasse ich mal jetzt links liegen. Geteiltes Dingens. Geteiltes Haus. Sprich mit Newton. Jo, nehmen wir mal, oder? Oder war das Institut? Na, oder? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen tun. Natürlich ist es das Institut. Gut, das macht man nicht. Das macht man nicht. Nächstes. Massfusion. Begib dich per Transmission zu Massfusion oder informiere die Bruderschaft. Das lassen wir auch weg. Internes Vergehen. Gib Sturges das Holoband. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, oder? Ich weiß auch nicht, ob es gescheit ist, aber probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Lalala, lalala. Lalala. Boah, was für ein grausliches Wetter. Jetzt bin ich einmal ums Haus herum. Ganz schlau. Ihr Hallo. Läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Ja? Hier ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich da was schlau werde. Was willst du finden? Zeitverschwendung, nicht unser Feind. Wahrscheinlich nutzlos, aber was willst du finden? Was hoffst du zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Mhm. Na dann, viel Spaß damit. Piper hat das gefallen. Na, auch nicht schlecht, oder? Gut, nächstes. Das haben wir gesagt, lass mal weg. Metzgerrechnung. Gehe zum toten Briefkasten. Achso, es ist wieder von der Railroad, ne? Eine Nachricht von Voltec. Untersuche Volt 88. Das ist ja, das hört sich nicht so schlecht an.
Das hört sich doch nicht schlecht an. Wo müssen wir dafür hin? Aha, ja, das passt auch zum Hyde Park. Da werden wir uns hinporten und dann marschieren wir runter. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. So, na los, Herr Ladebildschirm. Mach hinne. Oder auch nicht. Ah, jetzt tut sich was. Gut, wir müssen da entlang. Warte mal. Raider-Abenteurer. Was? Da vorne ist ja auch jemand. Hallo. Ich sehe. Na, Harvey. Halt. Das ist ein Harvey. Wer bist denn du? Ich habe nur meinen Job gemacht. Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ah, natürlich. Na, du Vater. Er schafft Zeit. Schon was? Jawohl. Ja. Aha. Die hauen böse zu. Die hauen richtig böse zu. Ich brauche was zum Heilen. Hallo. Heilen. Nichts heilen. Ich habe nichts drin. Okay. Ist wieder typisch. Ja, dass wieder alles weggefressen ist. Dann fressen wir da ein bisschen was. So, wenn wir da wieder gesund sein. Eigentlich könnte man die doch. So. Was ist hier los? Du gehst mal sterben. Tschüss. Du Kratler, bist der Nächste. Oder fast der Nächste. Ja, würdest du. Da, der Nächste ist hier. Da haben wir wieder so einen Kratler. Geht natürlich nichts. So. Bang, hin. Der nächste Kratler. Da. Und ich muss was essen. Der Herrster auf, sag mal. Zerballert da meine schöne Rüstung, der Mistkerl. Da oben ist ja noch so ein Kratler. Servus. Da, da. Bam. Du hast nichts getroffen, hör auf. Aber jetzt hat. Jetzt. Ist jetzt Ruhe? Ich glaube, schaut gut aus. Nachladen, Äther. Da drüben hüpfen wieder Autos durch die Gegend. Ich glaube, sie ist unterwegs. Schön. Irgendjemand ballert da noch. Wer ballert da wie ein Geisteskranker? Stimmt, das war die Raider-Hauptstadt. Habe ich schon wieder alles vergessen gehabt. Aber da schirm jetzt gerade mit raufhatschen und die looten. Das ist so ein unglaublicher Umweg, glaube ich. Ja, na, schirm nicht. Was, wer ballert denn da noch? Da oben! Ich glaube, die sehen nicht. Da ist gleich noch einer. Na, trau dich. Jawohl. Da ist noch jemand. Ein Psycho. Zack, aus ist. Leg dich mal hin. Ballert noch mehr? Tatsächlich, da oben. Da. Da. Bäm. Zack. Noch jemand da oben? Boah, das hört gar nicht mehr auf. Noch ein Abenteurer. Mal nachladen, schön gemütlich. Da ist noch wer. Das war er da. Danke, das hast du gut gemacht. Gleich ist es.
Oh, jetzt schaut's gut aus. Wow. Mein Arm ist kaputt. Mein armer Arm. Ganz kaputt. So. Das nehmen wir schön mit. Ich glaube, es zahlt sie, würde sich's doch auszahlen, darüber zu gehen, aber da ist alles so nass und überhaupt nass. Ja, da komme ich eh nicht hoch. Müsste ich da echt rüber schwimmen? Rüber gehen eher mehr. Komme ich hier rauf irgendwie? Ich glaube schon, ne? Hier so und da so. Huch! Ich glaube halt, es ging hier rauf. So. So. Halt, da ist eine Falle gewesen. Tschüss. Ja, ja, du Kradler. Waren wir da nicht schon mal? Ich bin verwirrt. Waren wir hier nicht schon? Ich weiß, dass sie die Sachen resetten können. Aber ich hätte schwören können, dass wir schon mal hier waren. Naja, bitte, mir soll es recht sein. Schau dir das an. Du, ich sehe dich. Ich sehe mein Ziel nicht mehr. Macht nichts, da kommt er wieder. Siehst du das? Sag ja. Den nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es dahin ging, aber ich glaube, wir sind einigermaßen richtig. Halt, Falle, nix Falle. Nix Falle. Müssen wir die Knochen echt mitnehmen? Ab, ab. Ich könnte schwören, dass wir schon mal da waren. Naja. Was soll's? Dab, dab, tada, dab, tada. Jo, wohin zuerst? Ich würde sagen, hierhin passt schon. Ich könnte auch einem andauernden schweren Angriff standhalten. Beeindruckend. Schon, gell? Nur wenn wir kommen, dann ist alles kaputt. Wie viele Eimer brauchen die denn noch? Du trägst zu viel mit dir rum. Oje. Ich helfe gerne weiter. Wie schaut's? Okay, sie kann noch schleppen. Gott sei Dank, ich habe schon Angst gehabt. So, das kannst du alles haben. Das eigentlich auch, das nicht. Die drei kannst du haben. Dann selbstverständlich was zum Anziehen. So. So, und das noch. Und das auch noch. Das geht auch noch. Das. Das kannst du, glaube ich, auch haben. Na, jetzt habe ich das Quantum hergegeben. Nein. Nein. Herrschaftszeit. So, das noch. Und dies hier. So. Na, weg mit dem. Nochmal kontrollieren. Nichts Falsches gegeben. Passt. Und Schrott natürlich. Unendlich viel Schrott. So. Ja, eigentlich könntest du die auch tragen, ne? So. Was? Ja, wenn du kannst. Richtig, du kannst aber. So, Kleidung. Da. So, schön anziehen. Was? Automatisch gesperrt. Gut, passt. Passt, sind wir zufrieden. Ging's darüber noch? Ja. Halli, hallo, Hallöchen. Boah, da ist Graffel. Jetzt wollte ich mich aber eigentlich nicht mit dem hier aufhalten. Weißt du was, ich scheiß drauf. Wir haben eh so viel von dem ganzen Klumpert. Brauchen wir ja echt nicht, oder? Da ist mir echt lieber, wenn wir dort die Quest weitermachen. Es kommt jetzt so viel Schrott zusammen. Aha, der wird geschossen. Und zwar scharf auch noch. Was zum Geier? Boah. Okay.
irgendwas haben wir erwischt. Sauber. Und. Bam. Na komm. Das war jetzt doch echt zum Treffen. Ja, sie trifft nicht. Jetzt da. Das noch im Laufen, meine Liebe. Da, was willst du da drüben? So, da. Der nächste. Slutsch. Ja, komm. Bam. Ist das etwa ein Gammler? Na, das schaut. Na, das wollte ich heute nicht. Das schaut nur so aus, oder? So, next one. Wo ist noch mehr? Da hinten. Ja, so kriege ich gar nichts. Ja, ich auch eigentlich, aber. Kein Bock auf dich, Stubi. Ah, da haben wir irgendwas erwischt. Wow. Jawohl. Wo ist noch wer? Da ist noch so ein Kratler. Bleib mal stehen. Nur mal kurz. Den haben wir super erwischt. Ja, jetzt würdest du bitte abnippeln. Ich muss dann bald mal was trinken. So, jetzt ist er. Da drüben ist noch so ein Kratler. So. Jawohl. Ne, nix erwischt. Super. Komm her, komm raus. Na, nicht so. Na komm. Wo ist er denn jetzt? Da drüben rennt er. Ja, so erwische ich ihn, glaube ich, nicht. Ja, super, da erwischt. Ja, hallo. Wo rennst du mal an? Das ist ein komischer Kauz. Erwischt haben wir was? So nicht. So, jetzt haben wir den auch. Wo ballert dann noch jemand? Da drüben. Was? Oh, das war er da. Jawohl. Den haben wir weggeboostet. Da oben ist noch so ein Kerl. Ich glaube, den haben wir erwischt. Jawohl. Wup, 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 wup. Level 44 erreicht. Supi. Yeah. Noch jemand? Schaut ruhig aus, ha? Gehen wir mal nachladen. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das ganze Graffel einsammeln sollen, was die jetzt da verloren haben. Ich wäre nur dafür, dass wir ihre Waffen, wenn ich halt noch jemanden anfinden würde, da. Ich bin dafür, dass ich die Waffen mitnehme und den Rest, lasse ich liegen. Also Kleidung und so. Die können wir eh nicht richtig verwerten. So, wer liegt hier noch rum? Ein Verkäufer. Na toll. Ja. Gratuliere. Da hast du dir wohl den falschen Weg ausgesucht. Ein Siedler. Den nehmen wir noch mit. Den Rest lassen wir. Großartig, ey. Ich glaube, da hinten oben ist wer krepiert, oder? Langsam absuchen. Ich glaube, glaube ich. Zumindest gestorben ist da einiges und aufgehängt worden. Sehr schön. Damit das Fleisch ja, schön abhängen kann. Ne? Gelber Pilotenhelm von mir aus nehmen wir noch mit. So. Kampfrüstung kannst du behalten. Der wird ja gestorben, ist schon wieder leicht armselig. Eine Kochstation, ja. Da wollte ich, genau, das Zeug wollte ich noch mitnehmen. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich den gelootet aus Versehen.
Da haben wir auch noch Hundefutter, sehr schön. Kann man immer brauchen. Auch wenn es sich ekelhaft vielleicht anhört, aber man kann es wirklich essen. Also bevor man verhungert, kann man sich ruhig an einer Hundefutterdose bedienen. Man muss halt nur den Kopf dabei ausschalten, also die Gedanken. Nicht wegblasen den Kopf, dann ist man kaputt, ne? Aber man darf halt nicht dran denken, dass es Hundefutter ist. Obwohl das, ich glaube, ich stelle mir das echt schwer vor. Weil man riecht es ja. Es riecht ja nach Futter. Also nach Hund und Futter und Hundefutter vor allem. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich da schwer tun. Aber ich denke mal, ab einem gewissen Ich bin hungrig Level bist du, glaube ich, echt bereit, alles zu futtern, was dich nicht umbringt. Was? Wer? Was? Da? Ach, hier. Danke, Edda. La 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 la. Wow, langsam. Uruk. Die Bruderschaft schwirrt hier auch wieder rum. Irgendwie haben wir was gepult. Da geht's runter, aha. Oh. Hallo. Grüß euch. Oh, den hat's. Entschuldigung, das war unabsichtlich. Den hat's leicht zerrissen. Was, deine? Das glaube ich auch. Du könntest eigentlich liegen bleiben. Schau. Ja, ich sag doch, du kannst liegen bleiben. Zahlt sich gar nicht aus. So, das nehmen wir mit. Der hat sich mal in die Ecke begeben. Ja, schäm dich. Da hast du recht. Kannst du ruhig machen. Ja, der hat gleich seinen Kopf verloren. Das ist so, ne? Wenn du zu bestürzt reagierst, dann ist halt mal der Kopf weg. Das ist ja ganz normal. Da geht's rein, da müssen wir rein. Es wäre gut, das ganze Klumpert, was wir hier haben, wegzuschaffen. Irgendwie ist da eine Kampfmusik. Ich glaube, die Bruderschaft geht da auch irgendwas abballern. Schön. Was haben wir hier noch? Das wird auch nicht mehr frisch sein. Alter, was geht denn da ab? Was tut denn da so komisch? Hallo? Wo bin ich hier eigentlich? Edda? Sie hat irgendwas umgebracht. Irgendwas und irgendjemand. Wo bist denn du? Was ist denn das? Ist das dann Vertibird? Das heißt, das ist in Wirklichkeit gar kein Dingens der Bruderschaft. Wie kommen die denn bitte zu sowas? Hallo, hallo. Los, knall ihn ab. Schön. Ja, ein Feuerwerk zu unseren Ehren, oder? Fisch. Da ist er gelandet. Ohne Insasse, wie es mir ausschaut. Edda, das hast du fein gemacht. Wo hast du den denn gefunden? Nein, hier liegt definitiv niemand mehr. Ich weiß, aber ist auch nicht so schlimm mittlerweile. Wir haben hier ein paar Hunde, Keulen und so weiter, ne? Fisch! So? Passt. Dann würde ich sagen, wir porten uns nochmal zurück. Es tut mir leid diesbezüglich. Ich muss da nochmal weg. Wo haut man das jetzt hin? Ja, du musst nochmal Sanctuary Hills. Hauen wir dort das ganze Klumpert hin und fertig.
Wie gesagt, die Skillpunkte, die wir jetzt da bekommen werden, noch bis Level 46, werden wir jetzt aufsparen. Denn mit 46 kann man einige Sachen skillen, ich glaube sicher mal 2 oder 3. Und die möchte ich gerne haben. Zum einen, dass wir uns besser schützen können, meine ich, war da was, dass unsere Waffen wieder mehr Schaden machen. Und dann war, glaube ich, noch irgendwas. Also wird jetzt mal ein bisschen gespart. So, Edda, meine Hübsche, gib mir bitte alles, was du hast. Ja, ich danke dir. So, mal der gesamte Schrott weg. Dann natürlich die Waffen, die ich eigentlich gleich zerlegen sollte, aber braucht man da mal nicht. So, die kann weg, die kann weg, die kann weg, die können weg, die können weg. Ja, und das ist unser Zeugs, passt. Natürlich, das alles, zack, zack, zack. Ich werde selbstverständlich auch gleich unsere geliebte Powerrüstung sanieren. Ja, das macht man so. So, noch eine, okay. Hilfsmittelchen, richtig, für den Fall, dass wir irgendwas haben. So, das kommt alles weg, 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 weg. Eingelegtes Fleisch, ja, kann er auch behalten, da mal. Das auch, das Hundefutter. Das kann er haben. Das braucht man noch. Da kann er 7 haben eigentlich. Dann eben nicht. Achso, das war jetzt verkehrt, ich depp. Entschuldigung, noch 4. So. Passt, von dem können wir ihm auch 5 geben. Das kann er haben, das und das. Die, das, das und das. Ja, ich glaube, das schaut nicht so übel aus. Ich müsste mehr essen. Ich habe schon festgestellt, ich muss mehr essen. Ich falle schon vom Fleisch, meine Lieben. Ja, gut. Und dann geht's weiter. Jetzt können wir nämlich den Dungeon betreten. Boah, sofern ich das jetzt wieder anfinde, hier was. Genau. Betreten wir mal den Dungeon und schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Ja, ihr zwei seid so hübsch, ne? Mei, seid ihr hübsch. Vor allem die Zähne. Solche hätten wir auch gern. Nein, hätten wir nicht. Ja. Maulwurfsratten. Nur los. Ja. Sofort auf. Was? Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Wer auch immer ihr seid, hört auf. Meint die uns? Ich bin blind, ja. Nach dem Schuss glaube ich auch, dass du blind bist. So. Aber drin ist noch wer. Was? Super. Ein Bömpchen. So, du schicher Kratler. Ja. So muss das ausschauen. Sauber gemacht. Wird Vandalismus nicht dulden. Kriegt ihr das echt mit, wenn wir da kämpfen? Ich nehme wieder nur die Lichtwaffen auch. Ich nehme nur wieder die Waffen mit, dass ihr Bescheid wisst. Also nicht schimpfen. Ja, wir können mit diesen Rüstungssachen eh nicht wirklich viel was anfangen. Wenn wir sie zerstören, kommt nur ein Stück Leder raus. Das ist... Das ist für Felix. Wann hast du endlich genug von diesem Unfug? Redet die mit mir? Eine Nachricht von Voltec. Ja.
Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment. Gehörst du zu Vault-Tec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Okay. Moment, das sind Leute. Ein Ghoul. Aha. So viel dazu, die Vault ist sicher. Die Vault ist so sicher. Ich saß hier so viele Jahre fest. Da musst du ein Ghoul sein. Dr. Braun versichern, falls er denn noch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ich bin bereit für meine große Aufgabe. Das heißt, du musst was tun? Die Menschheit neu ansiedeln. Besiedeln, Kinder kriegen oder wie, oder was, oder keine Ahnung, was man denen so erzählt hat. So viel dazu, die Strahlung kommt da nicht durch. Nee, nee, alles gut. Nekrotisch. Tja, Edda, diesmal war ich schneller. Geben aber echt viele Erfahrungspunkte, das gefällt mir gerade. So, das Gaffel nehmen wir gerne mit. Steuertafel nicht. Aha, eine Steuertafel. Eine Steuertafel. Da rennt einer. Nein, nicht da. Da. Uff. Ist wieder klar. Ist so klar hier. Bieb. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Das nervt überhaupt nicht. Alarmstufe rot. Servus. Der lacht sogar. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Aber die muss selber ein Gammler sein, wenn sie das hier überleben möchte. Oder überlebt hat. Die kann doch kein Mensch mehr sein. Ich meine, hier sind alles Ghule, ne? Das nehmen wir mal alles mit. Bieb, 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 bieb. Ja, ja, du nervst mich. Ich hab schon verstanden. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier. Blabla, bla, vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitsmitarbeiter. Verschluss. VTP 01011. Sicherheitsabriegelung aktiv. Sicherheitsabriegelung aufheben. Abgeschlossen. Findet die Steuertafel. Ja. Gut. Sehr gut. Vault-Tec. Da war noch was. Warte kurz. Wir hören dir gleich zu. Sicherheitsaufzeichnungen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitsmitarbeiter. Verstoß VTP 01012. Wo fangen wir an? Oktober? August. Da. Der 29. August 2077. Endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, der Eingang ist nur Augenwischerei. Ja, ja. Aber wenn Parstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran, wenn was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. Oder beim Salzamt. Der 22. Oktober 2077. Morgen kommt Barstow. Wieder so eine Brotspräsentation. Ja, nur, weißt du, angeben die ganze Zeit und den Leuten weismachen, er wäre was Besonderes, ne? Der Eingang ist endlich fertig. Wenn sie irgendwelche VIPs mitbringen, VIPs, nicht VIPs, sondern VIPs mitbringen, und innerhalb dieses Abschnittes bleibt,
wird alles wie ein richtiger Vault wirken. Die Arbeiter sind gar nicht mal so übel. Wir haben zusammen gepokert. Wie es aussieht, werden sie hier noch eine Weile bleiben. Ich wurde auf eine Halloween-Party eingeladen. Ein bisschen Spaß könnten wir hier auch wirklich mal brauchen. Und der 23. Oktober 2077. Automatische Sicherheitsabregelung. Atomare Explosion festgestellt. Automatische Vault-Tech Notfallabregelung eingeleitet. Super, und die Tür haut nicht hin, ne? Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Jawohl, Gnädigste. Wir probieren's mal. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Wir werden sehen, wenn das Licht angeht. Nein, sind wir nicht. Hier drüben irgendwo. Ach so, da lang. Okay, sorry. La 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 la. Hallo. Ein Boss-Ghoul. Nein. Sicherheitschef Anderson. Das nix cool sein. Das muss sein Supermutant. Sowas in der Art. Kriegt überhaupt Schaden? Jo, kriegt Schaden. Danke, Edda. Boah, du bist echt ein Goldstück. Muss ich echt sagen, Edda. So, ich habe dich jetzt mal umgeballert, ohne dass ich dich gefragt habe, ne? Ih, der Kopf. Vault-Tech Steuertafel. Jawohl. Sowieso. Endlos Gussgewehr. Das macht aber auch nicht schlecht Damage. 2 mm elektromagnetische Kartusche und U-Bahn-Maske. Ja, die ist sicher kaputt. Eigentlich müsste sie kaputt sein, nicht nachdem der Kopf schon fehlt zum Teil. Aber das sieht man mal, das ist alte Technologie. Alte Kunst, alte Handwerkskunst, so muss ich sagen. Die hält und hält und hält, wie eine Duracell-Batterie. Länger, länger und für die Ewigkeit. Gummibonbons und eine Brille. Hm? Ich hoffe, das war richtig. Gut, dann gehen wir wieder. Ich bin so schlau. Das kommt davon, weil ich immer gerne auf Knöpfe drücke. Irgendwann, ich bin so froh, dass ich kein Präsident bin, der durchs Knöpfe drücken eine Atomrakete starten könnte. Probieren wir mal. Geht's jetzt? Du kannst jetzt die Werkstatt von Vault 88 benutzen. Beseitige den Schutt. Ja, mit was? Beseitige den Schutt. Das ist dasselbe wie bei den Minutemans, ne? Wo ich bis heute noch nicht weiß, wie man das macht. Beseitige den Schutt. Halte V gedrückt, wenn du dich im Baubereich befindest. Ja, weiter. Was muss ich herstellen? Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe mir diesbezüglich auch nie wirklich Gedanken gemacht. Ach so, wahrscheinlich einfach, ich weiß schon. Ich bin nur ein Trottel. Glaube ich. Einfach verwerten. Verwerten. So einfach ist das. Verwerten. 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 So einfach ist das. Ich bin nur doof. Ha! Sagt's das bitte keinem, ja? Boah, wie viele Trümmer gibt's denn da noch? Das geht alles? Hihi! Da gibt's Züge in der Vault. Ja, sie ist ein Ghoul. Also ein Gammler. Es kann nicht anders sein. Servus, Gnädigste. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Du auch. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tec. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Vault-Tec-Signal, sarkastisch, ist das Richtige. Kein Interesse an dir. Boah, wie gemein.
Vortex-Signal eigentlich? Ich habe das Vortex-Signal aufgefangen und bin gekommen. Die Eindringlinge müssen es ausgelöst haben, als sie den Haupteingang aufbrechen wollten. Aha. Ich habe nicht erwartet, dass nach all der Zeit noch jemand antwortet. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Okay. Dann die Erdbeben, Sirenen. Viele starben. Okay. Vielleicht hatten sie Glück. Halt. Wow. Ja, Julian, das macht man doch nicht. Tja. Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlitten. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen. Ja, darf ich? Töte die wilden Ghule. Ich darf. Das machen wir doch gerne. Was? Ich habe es nicht verstanden. Nochmal bitte. Nixes. Okay. Ich warte, bis du fertig bist. Aha, so war das. Okay. Guli, 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 guli. Oh, der Part ist zu Ende. Den machen wir noch da drüben. Schau. Und zwar ins Kreuz. Na, tut man das? So, ja. Oh, da ist noch jemand. Ein leuchtender Sargzement. Ja. Geht er nochmal? Ja, dann halt so. Super, voll daneben. So. So, na hallo, rief nix. Ja, super, Edda. Sind's jetzt alle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube wahrscheinlich nicht, dass das jetzt schon alle sind. Das ist eine Abrisskugel? Ja. Ja. Ist es. Ja, zum Leid zu erlösen, genau. Das haben wir auch vor und da drüben ist der nächste. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!